Jeder, glaube ich, hat schon mal Geld verloren, nicht nur auf der Straße, sondern wirklich bei einer großen Geldanlage. Und die Angst vor dem nächsten Crash, wenn wir in den Medien uns umlesen, ist ja eigentlich schon wieder gegeben. Und der Kleinstanleger würde jetzt auch schon wieder unruhig und denkt, was mache ich jetzt eigentlich? Sie sagen, lieber Herr Andreas Ocker, es wäre gut, wenn man nicht Finanzopfer ist, sondern Investor denken und eine ganz neue Haltung erlangt, um im Wohlstandssessel wirklich entspannt sitzen zu können. Kleinstanleger, die eine Investorenhaltung bekommen, haben mehr Möglichkeiten, kleine Krisen zu erleben oder sogar die Krise komplett zu umschiffen. Schön, dass Sie da sind aus dem Süden im Norden. Herzlich willkommen, Herr Ogger. Ich freue mich. Wenn wir nämlich Geld verloren haben, sollten wir mal überlegen, wo ist der Faktor, was ist eigentlich passiert? Ich habe vorhin gesagt, Spekulation an der Börse, das fängt an zu wackeln, da wird der Kleinstanleger sehr schnell unruhig, Investitionen, kein Geld rausbekommen. Geld hat sicher, jeder hat schon mal Geld verloren, glaube ich, habe ich vorhin schon gesagt. Aber woran liegt das, Herr Ogger? Sie als Wohlstandsbildner, was sind so Ihre Ansätze da, dass Sie sagen, da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen? Ja, in der heutigen Zeit ist es ja schon eine Herausforderung, das Geld überhaupt zu behalten, zu bewahren, zu erhalten. Und warum? Weil wir mit diesen alten, auf Zins und Zinseszins hoffenden Rezepten einfach nicht mehr klarkommen. Und das ist die Folge dieser jahrelangen, so ja noch nie in unserer Finanzgeschichte dagewesenen Nullzins- und Billigzinspolitik. Und noch nicht mal die Europäische Zentralbank, geschweige denn einer von uns, weiß, wie dieses Experiment zu beenden ist. Also solange der normale Sparer immer noch versucht, diesen alten Rezepten zu folgen, wird er draufzahlen mit diesen herkömmlichen Banken und Versicherungsprodukten, wobei ich die Banken hier gar nicht schlecht machen will, weil die wissen ja auch nicht, was sie tun sollen. Also der Geldanleger braucht hier, denke ich, einen Perspektivwechsel. Denn er hat ja heutzutage nur zwei Möglichkeiten. Erstens, er macht weiter so und vertraut sein Geld der Finanzindustrie an, weil er denkt, da ist es am besten aufgehoben. Oder er entscheidet sich, mehr Verantwortung für die eigene finanzielle Zukunft zu übernehmen und wird Investor. Also weg vom Finanzopfer, das anderen die Verantwortung und das Geld gibt, hin zum Investor, der die Dinge selbst in die Hand nimmt. Was verändert sich auf dem Weg vom Finanzopfer zum Investor? Was ist dann möglich, was sich verändern kann für einen einzelnen Menschen? Wo ich gleich mal beruhigen kann, ist, was sich nicht verändert, ist mein eigenes Leben, nur weil ich jetzt beginne, wie ein Investor zu denken. Also das ist, es ist nicht so, dass ich dann täglich mit Kursen beschäftigt bin und das Handelsblatt lesen muss, politische Strömungen verfolgen und sonst so Dinge tun, wo man denkt, das müsste ein Investor tun. Nein, mit einer Strategie, mit einem Plan verbringt man vielleicht 8 bis 12 Stunden mit der Betreuung und der Vermehrung des eigenen Geldes und wohlgemerkt 8 bis 12 Stunden pro Jahr. Natürlich braucht es dafür ein bisschen Finanzwissen, Wohlstandsbildung und das ist keine große Sache, sich das anzueignen, weil ein Investor ja auch wirklich verstehen will und verstehen muss, was er dann tut. Letztlich ist die Devise ganz einfach, weg vom Sparer und vom Zins, dem ja gar kein Wert und gar kein Sinn unterlegt ist, hin zum Investor und zum Ertrag als Teil einer natürlichen, konkreten Wertschöpfungskette. Und das ist viel lukrativer und eigentlich das ganze Geheimnis. Wo liegt denn das Problem? Wenn ich jetzt so mein Geld anlegen will oder verloren habe, muss ich da mal anders drüber nachdenken? Ja, vielleicht sollte ich mich als Anleger einfach auf eine andere Reise begeben. Und diese Reise, die hat 3 erste Schritte. Der erste Schritt, das ist wahrscheinlich der wichtigste, sich überhaupt zu entscheiden, eben weg vom Geldanleger, eigentlich Geldverleiher und Sparer, hin zum Investor. Also diese Entscheidung wirklich bewusst zu treffen, ich investiere jetzt. Und der zweite Schritt ist dann, und das ist der Anspruch eines Investors, dass er bedingungslos verstehen will, in was er investiert. Und wenn gewisse bestimmte Plausibilitätskriterien eines Zielinvestments gegeben sind, dann kann er sich eigentlich schon zurücklehnen. Und der dritte Schritt, und das ist dann schon fast ein Teil der Strategie, ist, dass sich ein Anleger einen hohen Anspruch aneignet, wie er sein Geld umwandelt in Produktivkapital. Produktivkapital, das ihm ständig Erträge bringt und ihm dadurch einen ständigen positiven Cashflow, einen höheren
Cashflow ermöglicht, den er dann entweder zum Leben verwendet, wenn er will, oder zum Reinvestieren, um die nächsthöhere Ebene seines Wohlstands dann anzustreben. Jetzt wird ja jeder Mensch sagen, sicherlich muss ich jetzt was tun. Und was ist das? Sie haben gesagt, es sind eine Entscheidung, ist das Erste. Es ist nicht wirklich Lernen, Anlagewissen zu erlernen. Das wäre jetzt nicht mein Tunschritt? Oder wo wäre das Problem, wenn ich damit mit Tun anfange? Ja, die Sache mit dem Tun, so die erste konkrete Aktion, Das ist etwas, was bei uns ja sehr beliebt ist. Und es ist ja auch gut so, weil sonst wäre dieses Land gerade in diesem Finanzsystem nicht dort, wo es ist. Und uns geht ja noch verhältnismäßig gut. Nein, aber der frisch gebackene Investor, der überspringt 4 Schritte, wenn er gleich ans Tun denkt. Und das ist jetzt was ganz Erstaunliches, was nämlich schwerreiche, milliardenschwere Menschen sagen, die sagen, Reichtum und Fülle ist weniger eine Frage von Arbeit, Anstrengung und Intelligenz oder Wille. Nein, Anstrengung und Fülle ist mehr eine Frage des Zulassens. Solche Menschen gehen davon aus, dass wir alle in einem Universum der Fülle leben und dem Zugang zu diesem Universum verwehren wir uns nur durch Mangeldenken. So denken wirklich sehr Vermögende. Die stehen morgens aus dem Bett auf mit der ganz klaren Erwartungshaltung, Welt, präsentiere mir heute wieder die Chancen und Gelegenheiten meines Lebens. Ja, und wie wahrscheinlich ist es dann, wenn man mit so einer Brille auf der Nase rausgeht, dass man diese Gelegenheiten dann auch sieht? Und das nennt ein Schweizer Investor, hat es mal so schön ausgedruckt, diese Menschen sind wie Empfänger, wie ein Radio. Und du musst nur die entsprechende Frequenz einstellen und dann spielt die Musik ganz von alleine. Und das kann jeder lernen, das ist ein Training und dann verändert sich auch die finanzielle Realität. Das ist ja eine ganz andere Sicht mal auf mein Finanzlernstudium, sage ich mal. Wenn jeder würde sagen, oh, man muss jetzt Anlageform wissen, also was mache ich jetzt da und wie mache ich das und wie funktioniert das? Sie sagen, es liegt an der Frequenz. Also Wie stelle ich meinen Radiosender, nehmen wir mal das Beispiel, ein, damit ich in die Chancen komme, dass ich sie überhaupt sehe oder dass sie überhaupt mehr begegnen können? Ja. Und das ist lernbar? Genauso lernbar wie die Stimme sozusagen? Das ist lernbar, das ist trainierbar, das ist eine Einstellungsfrage und es ist eben keine Frage von Summen. Das kann ein Student mit 30 Euro im Monat genauso bewältigen wie jemand, der 5 Millionen hat und eigentlich gar keinen Unterschied aufweist, außer dass er wahrscheinlich ein viel größeres Hamsterrad zu bewältigen hat. Ja, damit nicht nur der Rubel, der Euro, der Dollar rollt oder was auch immer wachsen soll, welche Währung. Dafür waren Sie an unserer Seite, Andreas Ogger, als Wohlstandsbildner. Sie sagen, bitte wechseln Sie in die Investorenhaltung hinein und dann passiert was anderes. Erhöhen Sie Ihre Frequenz der Sogkraft für Chancen und Möglichkeiten. Finanzstarke Grüße an Sie, lieber Herr Ogger. Vielen Dank. Ein Muster zu ändern heißt auch, Investordenke anzunehmen. Wie starte ich jetzt, wenn ich da wirklich mit anfangen möchte? Was sind so die ersten Gehschritte, die ich starten könnte? Wir haben vorhin in der Sendung gesprochen von Frequenz, die wichtig ist, von der Haltung, die wichtig ist. Wie können wir das jetzt noch ein bisschen untermauern, Herr Ogger? Was auf jeden Fall ein guter Start wäre schon mal Fehler nicht zu machen. Das ist maßgeblich renditesteigernd, indem man kein Geld verliert. Das heißt, ich würde mich von allen Investitionen zurückziehen, die spekulativer Natur ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Börse oder wie die Sau durchs Dorf getrieben wurden, die Bitcoins und all diese Dinge. Letztlich zählt als Investment nur das, was einen Mehrwert für möglichst viele Beteiligte beinhaltet. Und das ist ein Kriterium für Sicherheit einer Geldanlage. Ein anderer Aspekt ist natürlich zu schauen, was ist Produktivkapital? Also Edelmetall und strategische Metalle gehören zum Beispiel nicht dazu, weil die werfen mir keine Rendite ab. Da habe ich keinen Cashflow, da habe ich nichts zum Reinvestieren, da habe ich nichts zum Leben, wenn ich es bräuchte, da bin ich nicht liquide. Das ist für mich kein Vermögensaufbau. Das ist nicht die Wohlstandsbildung, wie sie zum Beispiel auch die wirklich schwerreichen Menschen sehen. Sie haben jetzt das Thema Frequenz nochmal angesprochen. Es gibt einen ganz einfachen Trick, die Frequenz zu steigern, nämlich das Frequenz steigerndste Element überhaupt in unserem Universum ist Wertschätzung. Wertschätzung und Dankbarkeit. Und das kann man trainieren, durch den Alltag zu gehen und wertzuschätzen, weil wir haben es ja hier verhältnismäßig gut,
ganz im Vergleich zu anderen Menschen und anderen Ländern, wirklich wertzuschätzen, was wir haben. Denn wir haben ja, wenn wir genau hinschauen, von allem meistens mehr, als wir in dem Moment wirklich brauchen. Und das ist eine wunderbare Methode, an der Frequenz zu arbeiten. Ja, und generell sich nicht so sehr aufs Tun zu versteigen, weil Tun ist in einer Erfolgsleiter erst die fünfte Stufe, eher aufs Sein zu schauen. Und das Sein beginnt mit der Einstellung eines Investors. Und der dreht eben zuerst an der Frequenz. Der schaut, in welcher inneren Ausrichtung er sich jetzt befindet für den jeweiligen Tag. Es gibt zum Beispiel auch Tage, da sollte man keine Investments eingehen. Ja, und vor allem, er sollte längerfristig denken und überprüfen, ob es noch richtig ist, mit Banken und Versicherungen zusammenzuarbeiten, die ihren Wert haben als Dienstleister. Aber als Verwalter des Geldes würde ich sie doch langsam, ich finde, das sollten die letzten Jahre gezeigt haben, langsam in Zweifel ziehen. Ist in Ihrer Meinung danach, wenn ich mir jemanden suche, jetzt bin ich ja vielleicht noch unerfahren, ich bin vielleicht so ein richtiges Opfer, habe gerade Geld verloren, ne, bin noch so richtig in meinem Stressfaktor drin und denke, wem gebe ich jetzt den Schuldsack, damit ich da schimpfen kann. Aber ich möchte ja gerne rauskommen. Welche Standards würde ich ansetzen, damit ich weiß, das ist ein Mensch, der mir jetzt da raushelfen kann? Es geht ja nicht darum, jetzt den richtigen Richter zu finden oder den richtigen Berater, der mir sagt, oh, legen Sie das Geld wieder anders an. Da ist ja was ganz anderes notwendig. Was braucht es, wenn ich jetzt ein Coach, Berater, Trainer für mich auswähle? Was sind so die Standards, die ich setzen kann als Kunde? Letztlich ist die Quelle immer noch der einzelne Investor und der baut eine Resonanz auf und er wird natürlich den Berater und die Geldanlage und das ökonomische Umfeld vorfinden, das er verdient. Und habe ich eine andere Resonanz, eine andere Frequenz, dann werde ich auch andere Ergebnisse zeitigen. Also wenn es um den Stress geht, dann haben wir ja heute gehört, gibt es wunderbare Möglichkeiten, erstmal daran zu arbeiten, runterzukommen. Und gar nicht das Gefühl zu haben, man muss unbedingt was tun. Weil dieses unterschwellige Dauergestresstsein, das die allermeisten Menschen spüren, Andreas Popp nennt es so schön Verelendungsangst, die wir alle haben, unbewusst, die ist nicht der beste Ratgeber für gute Entscheidungen.